Hallo und herzlich willkommen in meinem Atelier. Ich bin Simona Rosse, Künstlerin, Illustratorin und Grafikerin und ich möchte euch ein bisschen mitnehmen in meine bunte Welt. Mit diesem Videoblog möchte ich euch Einblicke geben. Ich möchte euch aber nicht nur diese Hochglanz-Super-Seite mit den geglückten Werken präsentieren, könnte man ja schon sagen, sondern Einblicke geben, die authentisch sind. Das bedeutet Mut zum Scheitern, vielleicht sogar eine Freude am Scheitern, am Fehler machen, am Ausprobieren, am Spielen mit Formen, Farben, Designs, Vorstellungen und auch einen guten Umgang mit dem eigenen kreativen Mindset. Denn das ist auf meinem Weg definitiv der Gamechanger gewesen, der bewirkt hat, dass ich einfach nur aus mir heraus gezielt, straight, authentisch meine Sachen kreieren konnte. Also dieses Kreieren, ja, es kann schon viel bringen, wenn du kopierst, wenn du ausprobierst, aber das Problem dabei ist, wenn du zu stark dich nur inspirieren lässt, nur konsumierst, dann beginnst du das zu kopieren, was du kennst. Und das machst du nicht einmal bewusst und das kannst du auch positiv nutzen, aber dann inspiriere dich aus den kleinen Dingen deines Alltags, den kleinen Inspirationen, die sich überall umgeben, wo du bist. Das kann ja auch einmal in sozialen Medien sein, aber vor allem in deinem Leben. Um das zu verbinden, dein Kreieren, dein Erschaffen mit deiner Wahrnehmung, das bewusste Verbinden, das ist dann auch sehr stark verknüpft eben mit dem kreativen Mindset. Weil wir uns da oft sehr stark ausbremsen. Also ich kann da von mir sprechen, oft Dinge gar nicht beginnen, weil da Vorurteile und Schranken im Kopf herrschen. Das kann schon bei den Techniken beginnen, dass eine gewisse Technik so wie auf Ablehnung stoßt, weil es gerade so assoziiert wird mit, ja, das ist eher Basteln oder Kinder, Schulstrategie oder Methode oder Technik und gar nicht so meins, aber du kannst alles zu deinem machen, du kannst alles auf deine eigene Weise machen. Und das Wertvollste, was du hier hast, ist deine eigene Wahrnehmung, dein Filter, durch das alles durchläuft und die Art und Weise, wie du die Welt dann auch siehst. Also nutze diesen Filter nicht, um dich zu hemmen, dich zu blockieren, Dinge auszuschließen. Nutze diesen Filter, diese Wahrnehmung als dein Spielplatz, also als die Instanz, die dir erlaubt, einfach frei aus dir heraus Dinge zu erschaffen. Und je stärker du auch, vielleicht hast du mal einen Kurs gemacht, gelernt, man macht es so und geht so vor, oder auch ich mit meinem Hintergrund aus der Schule für Gestaltung habe es ja auf eine gewisse Art und Weise gelernt, wie man vorzugehen hat. Aber auch das immer wieder zu hinterfragen und deine eigene Vorgehensweise zu finden, das ist unglaublich wichtig. Und das ist das, was dich dann auch in dem Machen, von dem Kreieren, in deinem Künstler-Dasein aufblühen lässt. Nun, jetzt möchte ich dir gleich noch zeigen, was ich heute so bereits gemacht habe und was ich damit vorhabe. Und zwar geht es darum, dass ich demnächst in die Ferien fahre, in den Süden der Schweiz, in Tessin. Und so für das möchte ich mein Skizzenbuch, das ich mitnehme, vielleicht nehme ich auch zwei mit oder drei, dass ich die vorbereite, indem ich Seiten grundiere.
Ich möchte mit dir jedenfalls teilen, was ich so mache, wenn ich mich darauf vorbereite, mit wenigem Material mit meinem Skizzenbuch loszuziehen. Erst einmal Farben mit Pinseln. Da nehme ich eine möglichst große Vielfalt an verschiedenen Formen und verschiedenen Arten von Pinseln mit. Also sicher spitz zulaufende Pinsel, mit denen man mit der Breite variieren kann. Dann Flachpinsel, auch mal ein Rundpinsel. Dann Aquarellpinsel, diese sind für Acryl und manchmal nehme ich noch einen alten, borstigen Ölpinsel, Ölfarbpinsel mit, denn der macht sehr schöne Strukturen. Schau da einfach, dass du diese Vielfalt hast und auch deine Lieblingspinsel mitnimmst. Bei mir ist das definitiv der Aquarellpinsel aus Madehaar, der begleitet mich schon Ewigkeiten und der muss unbedingt mit. Und auch mit diesem kann man sehr viel Schönes in kurzer Zeit machen. Das lasse ich dann einrollen und so hast du das auch immer bereit. Als Tasche verwende ich auch schon seit Urzeiten diesen alten Arztkoffer oder Arzttasche. Auch an. Ich war schon viel dabei und das Gute ist einfach, du kannst hier kompakt einfach alles einpacken und dann kann ich es aber auch diesen Weg in einen Rucksack stecken. Das geht dann auch und wenn ich das dann hier vor mir ausbreite, habe ich alles parat mit diesen kleinen Nebenfächern. Das ist einfach eine persönliche Priorität. Das kann für dich irgendeine Tasche sein. Arzttasche. Dann nehme ich meistens mit, besonders in der letzten Zeit, ein paar Gouache-Farben. Da reicht ein kleines Set aus den Grundfarben vollkommen aus. Du könntest auch nur die drei Grundfarben und Weiß mitnehmen. Das werde ich vorher noch reinigen, weil das ist mühsam, wenn du unterwegs bist und dann keine klaren Farben hinkriegst, weil da schon so viel vermalt wurde. Meistens lasse ich eines frei, weil das sind dann gute Grundlagen, um natürliche, neutrale Töne herzustellen. Also ich werde diese Fächer hier reinigen und das so lassen. Ebenfalls beim Aquarellkasten, auch das ein uraltes Ding, schon fast antik, könnte man meinen. Jedenfalls habe ich das noch ergänzt mit ein paar anderen Tönen und ja, auch das werde ich reinigen und werde wahrscheinlich, es ist dann dieses Feld hier aber so belassen, aber die restlichen sind dann frei für neue Töne. Auch die Fächer werde ich reinigen, damit ich dann wirklich gut starten kann unterwegs und nicht erst noch putzen muss. Dann habe ich auch meistens ein kleines Kästchen dabei. Das fülle ich mit kleinen Utensilien, wie einem Spitzer, so diesem Fingerpinsel, vielleicht kennst du den, ein Graphitstift, den liebe ich sehr für Vorskizzen und so ein paar Klammern. Denn nichts ist mühsamer, als wenn es windet und dann die Seiten deines Skizzenbuches zusammenklappen. So kannst du das fixieren, dass es trocknet. Und ebenfalls mit dabei habe ich, du erinnerst dich, ich benutze ja oft zwei Wassergläser, habe ich diese beiden Gewürzgläschen, die ich dann jeweils mit Wasser fülle, bevor ich losgehe. Dann habe ich eines, um den Pinsel zu reinigen und eines, um die Farben zu verdünnen, gerade bei Aquarellfarbe sehr wichtig. Und hier, das mag ich hier noch, dass es so Fächer hat. Hier jetzt nicht, das ist aber egal.
Aber das nutze ich dann auch, um dann die Pinsel hier so hinein zu geben. Und das werde ich dann öffnen und als Reinigungsglas benutzen. Also, das ist ja was, das du sonst wahrscheinlich fortschmeißen willst, würdest. Das kannst du wirklich gut, verwenden für die Malerei für unterwegs. Bei der Acrylfarbe ist es auch so. Da verwende ich kleine Tuben und dann nehme ich einfach nur die Grundfarben mit. Meistens ist dann mal ein Schwarz, denn das lässt sich hier meistens gut mischen. Meistens nehme ich dann lieber ein Indigo mit oder eine gebrannte Umbra. Daraus lassen sich dann auch schöne Schwarztöne mischen. Das wäre das für die Acrylfarbe. Und wenn ich weitere Töne haben möchte, aber ich habe einfach nur riesige Flaschen, dann fülle ich die in so kleine Döschen ab. Also so wie hier dieses Türkis. Vielleicht auch noch Ocker. Oder mal schauen. Aber das reicht im Prinzip. Du siehst, so. Das bringst du alles zusammen mit den Pinseln in diese Tasche hinein. Das wäre also die Malertasche. Dann habe ich kürzlich noch meine zweite Tasche gekauft, einfach so ein A4-Format. Und da werde ich meine Stifte hineinpacken. Du kannst sogar hier ein A4-Blätter hineingeben, alles Mögliche. Und normalerweise habe ich kleine Tüten aus Stoff. Die habe ich manchmal auch dabei, aber diesmal versuche ich das Creme hier zu machen. Denn ich möchte auch meine großen Stifte mitnehmen. Also ich werde einfach so dieses Sortiment, das ich gerade am liebsten benutze, mitnehmen. Und von den Massevermalbarstiften nehme ich die Grundtöne mit, ähnlich wie mit der Acrylfarbe. Das wäre es dann schon. Und dann, wie gesagt, die vorbereiteten Skizzenbüchern mit den grundierten Seiten. Darauf lässt sich jetzt wirklich sehr schnell was sehr Schönes kreieren. Du kannst da einfach auch nur mit einem weißen oder hellen Stift darüber arbeiten, Grundlinien ziehen, sehr schnell und flott und dann mit deinen restlichen Farben darüber gehen. Also das wäre so was, was ich einpacke, was ich mitnehme. Ein großes Skizzenbuch und dann mein kleines Skizzenbuch, wahrscheinlich hier, Langformat, dann diese Mappe, in die ich die Stifte hineinfülle und dann, wie gesagt, mein Malkoffer. So habe ich dann alles parat.